Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir sind wieder hier und nicht im Koop wie... Hallo, leg mal ein bisschen mehr bitte. Wir sind wieder hier und nicht im Koop, wie ihr seht. Das hat folgenden Gründe, da Koop sich denkt, nein, ich funktioniere momentan noch nicht. Und deswegen ist der Wolkemon dann nur auf der anderen Leitung und nicht am anderen Ende der Welt. Also, in gewisser Weise schon. Sollte jetzt ein cooler Spruch werden, aber irgendwie ja, ist das jetzt, naja. Naja. Auf jeden Fall haben wir uns hierzu gedacht, wir spielen erstmal ein bisschen The Forest Singleplayer weiter. Währenddessen spielt Volka auch The Forest Singleplayer weiter. Und wenn wir das da rausgefunden haben, wie es geht, dann überlegen wir uns, ob wir dann das da machen mit Multiplayer. Du weißt Bescheid, Junge, ne? So, erstmal ausruhen. Alter, ich bin fast tot, sehe ich gerade. Ich habe jetzt auch, wo der Nevergest auf Arbeit war, schon ein bisschen im Singleplayer rum, gespielt. Und hat gespielt. Große Penis aus Holz. Hab da auch schon einiges erschaffen. Wie gesagt, große Penis aus Holz. Das auch, ja. Hä, wo ist der Baum hingeklatscht? Seine Schildkröte. Hä? Ach, da. Okay. So. Dann brauchen wir nur noch 3 Stöckchen. Und dann ist endlich unser Hütchen fertig. Stöckchen, Hütchen. Man kennt es ja. So. Hatte ich das nicht alles schon mal irgendwie annähernd weggeschlagen hier? Oder wächst das nach? Ich weiß es nicht. Ich bin bei Forest noch... Also ich glaube, manche Sachen wachsen nach. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt irgendwie. Weil manches ist irgendwie so seltsam. Du machst es weg und irgendwie später hast du das Gefühl, hä, ist wieder da. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Ich bin ja gespannt, ob es irgendwann mal so ist, dass du dann wirklich alles neu anbauen musst, weißt du wie? Ja. Dass du den Wald persönlich nachpflanzen... Was? Ich habe zum Beispiel... Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt hier schon einiges gemacht in der Zeit. Zum Beispiel Gärten habe ich mir lustigerweise einfach mal angelegt. Da passiert aber irgendwie nichts. Nee, du musst, wenn du die Gärten hast, habe ich mich schon informiert. Wenn du die Gärten hast, musst du dann in den Wald gehen. Du musst entweder Heilkräuter pflanzen oder irgendwelche anderen wichtigen Pflanzen halt finden und die kannst du dann in die Beete einpflanzen. Und dann spawnen random irgendwelche Pflanzen da drin. Ach, alles klar. Okay, okay. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum zur Hölle. Ja, also aus einem Stück Erde ist ja nie was entstanden, ne? Aber das ist ja halt ja nichts mit The Forest zu tun, das ist ja logisch irgendwie so. Vielleicht waren da ja schon irgendwelche Samen drin. Das kann man ja nie wissen. Irgendwelche Samen schon drin. Witzig. Ja. Wollte ich jetzt mal. So. Und da ist unser Platz auch schon fertig. Den anderen Balken platziere ich jetzt erstmal ganz kurz hier. Dann mache ich uns mal ein Feuerchen. Packen wir nochmal Blätter rein und dann gucken wir mal ganz kurz, dass wir uns was zu essen. Ach, wir haben noch nichts. Ach, wir haben immer noch nichts zu essen. Wir waren ja so weit damit beschäftigt, die ganze Zeit das Ding zu bauen, dass wir noch gar nicht für was zu essen sorgen konnten. Oh oh, oh oh, hier sind wieder Barbaren. Ja, mit diesen Barbaren, ey, gehört nicht klar. Ja, 2 auf einmal ist scheiße. Jetzt kloppen sie sich gegenseitig. Das hätte ich auch noch gerne. Bei mir gehen sie einfach nur auf mich los. Jetzt habe ich ihn getötet. Der andere ist weggerannt. Okay, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie... Nahrung finde. Im Wald.
kann man dann auch keine Stöcke und sowas mehr transportieren. Hungry, find something to eat. Das sind böse Bären. Was? Oh! Ich hab mich getarnt. Vor allem bei mir, in meinem Singleplayer-Modus, bin ich direkt mit dem Flugzeug abgestürzt. Da war so ein niedlicher See daneben, habe ich gedacht, gut, lässt dich da nieder. Was ist in dem See? Ein Boot, gleich mit ein paar Seilen drinne gewesen, die da auch regelmäßig wieder auftauchen. Also bei mir eigentlich perfekter Start. Und ich bin jetzt in meinem Baumhaus und guck gerade, ob ich in meinem Baumhaus einen Baum habe. Witzig. Nein, ob ich in dem Baum... Irgendwie sieht das nicht so aus, wie das Kronk gebaut hat. Weiß nicht warum. Na, hat Kronk nicht irgendwie eine Eigenkreation aufgebaut? Nee, es gibt... Das geht nicht. Also, das ist nicht so... Das sind eine Menge Barbaren. Ich habe versucht gerade irgendwie... Nee, geht irgendwie nicht. Dann gehen wir mal nochmal hier rein. Man kann doch sicher irgendwie Plattformen bauen, oder? Ja, kann man. Das muss doch irgendwo... Ah, ich hab Treehouse gebaut, nicht Alpine Treehouse, deswegen. Click to Blaze. Ich kann das anscheinend auch hier anbauen. Alter, wie viele Einwohner sind... Oh. Ist auch ein großer. Ach nee, das... Ach nein, das sind Barbaren und Kannibalen, die sich gerade gegenseitig bekämpfen. Das ist ja auch nicht schlecht. Und das sind zwei Kannibalen-Anführer dabei. Ich bin hier gerade bloß ein bisschen eingesperrt hier oben. Wieso? Weil ich nicht mehr runterkomme, ohne, weil da unter mir 5000 Barbaren sind. 5000! Oh. Ja, dann schlafen wir eine Runde. Geht nicht, ich habe hier oben gelb. Ach doch, klar, kann ich. C. Dann jetzt mal speichern. Schlafen. Z muss er. Okay, es ist Tag. Nee, ist es nicht. Es ist Nacht. Ich kann nicht schlafen, während Barbaren unter meiner Hütte sind. Super. Ja. Die haben sogar Taschenlampen. Ich habe auch eine Taschenlampe. Warum haben Kannibalen Taschenlampen? Weil sie cool sind. Stimmt. Ja, Kannibalen sind die dunklen und Eingeborenen sind die, oder umgedreht, keine Ahnung. Ach, finde ich, wenn du Holzstäbe trägst, dann habe ich null Orientierung, weil mir das so im Gesichtsfeld hängt. Ich würde gerne...
Ich habe mir auch ein Baumhaus gebastelt. Ja. Allerdings wurde ich auch schon zweimal in meinem Lager überrascht. Fand ich ein bisschen blöd. Also habe ich mir gedacht, damit mir sowas wie dir dann nicht passiert, weil ich hatte sowas ähnliches schon mal. Nur dass ich dann die ganze Zeit nach den Viechern geguckt habe und dabei dann aus meinem Baumhaus rausgefallen bin. Also habe ich mir gedacht, baust du dir wie so eine Plattform, damit ich mich dann von Plattform zu Plattform lang bewegen kann. Am besten zu einer zweiten Base. Ja, ich habe auch überlegt, ich baue mir eine Plattform, mach um die Plattform herum dann, also im Baumhaus, mach um den Baumhaus herum dann Wälle komplett. Die können Bäume hochklettern, die Viecher. Chris? Die springen gerade von Baum zu Baum. Oh, scheiße. Oh oh. Aber ich glaube, Baumhäuser. Also gut irgendwie. Baumhäuser können sie nicht hochklettern, das weiß ich. Nee, ich meine wegen meiner Plattform. Wenn die das nicht wirklich interessiert, weißt du? Warum wird das jetzt hier schon so dunkel? Ich bin gerade am gucken, was man alles bauen kann. Ein Boot könnte ich mir später mal bauen. Ja, ein Boot ist glaube ich ganz gut. Also ich habe hier nämlich wie so ein riesen See oder so. Du kannst ja auch ein Hausboot machen. Da war dann nämlich meine Idee, wenn ich so eine gefestigte Base habe, wo ich dann einfach mal mit dem Hausboot rausfahre und versuche da was Neues zu erkunden. Ich renne jetzt gerade einfach mal ins Wasser und hoffe, dass ich das überlebe. Ja, fängst dann irgendwann an mit Schwimmen. Ja. Da wurde ich gerade erwischt von hinten. Ja, die Viecher fallen dir auch ins Wasser, so wie ich das mitbekommen habe. Aber nicht weit. Ich wurde jetzt attackiert von denen, aber jetzt sind sie alle weg. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die innerhalb der nächsten Zeit verschwinden jetzt. Ne? Damit ich mich dann nochmal sinnvoll irgendwie weiter beschäftigen kann. Ich finde gerade noch ein bisschen Alkohol. Barbaren sind da hinten noch. Ich öffne während der Zeit einfach mal die Koffer, die ich hier finde. Was, die sehen ich wohl noch gar nicht, oder was? Ich bin an denen vorbei. Ich bin mitten in die Reihen gerannt, gesprungen vom Baumhaus runter. Und dann bin ich einfach losgerannt ins Wasser rein. Dann bin ich... Als sie mich in Ruhe gelassen haben, bin ich eine Weile geschwommen und bin woanders rausgegangen wieder. Oh Mann, Mann. Oh oh, jetzt kommen sie aber gerade wieder. Sieben Coins collected. Cool. Ich guck mal, was ich hier vielleicht finde.
Oh, da hinten sieht so aus, wenn ich da was finden könnte. Was bist du denn? Elektroteile finde ich hier. Oh ja, die kannst du dann eine Bombe bauen. Geld finde ich. Bomben sind auch die einzigsten Dinge, womit du die Bossviecher blatt kriegst, gell, so Spinnenmonster und so. Naja, und ich glaube Molotov-Cocktails auch noch. Nee, nicht. Soll, glaube ich, die gleiche Wirkung haben. Also, ich hab gelesen, nur Bomben. Und Geld finde ich hier ohne Ende. Ich weiß nicht, was ich mit Geld machen soll. Ja, damit kannst du Feuer anfachen. Ah, super. Das wollte ich immer mal machen. Warum nicht? Einfach mal Geld verbrennen. Ich komm hier nicht drüber. Ist das beschissen. Feder. Stein. Großer Stein. Stirbt. Großer Stein und Feder macht nichts. Blöd. Ich erfriere, glaube ich, gerade ein bisschen. Ich esse mal noch einen von den Snacks. Fuck. Jetzt hat mich doch wieder einer entdeckt. Die Viecher sind echt hartnäckig, gell? Das nervt. Das Blut ist zum Glück auch zu hellrosa. Wieso? So. Meinst du Zwitz? Ja, das Blut sieht ein bisschen seltsam aus. Zuschauer, das ist da. So. Ich dachte schon, dass das hier jetzt nicht für junge Zuschauer zu real wird. Nee, nee. So, womit? Check mal die Reality hier in diesem Kanal, du Flitzebub. Ich mach gerade die Koffer auf und hoffe, dass ich da eventuell irgendwas finde, was mir helfen könnte. Ein Videogame zum Beispiel. Boah, hat er mich angesprungen, der Spast. Fliegen bei dir auch von Zeit zu Zeit mal welche Koffer hoch oder? Oh ne, sind schon drei. Ah, nee, das ist eine Einwohnerin, Ureinwohnerin. Die rennen aber alle gleich dämlich durch die Gegend. Die gehen da aber auch nicht mehr weg, ne? Die kloppen sich da die ganze Nacht durch, also. Das ist eine super Folge, finde ich. Ich hätte jetzt am liebsten eine Schrot. Mit viel Munition. Wir sehen eine Menge Vögel, aber aus Vögeln kriege ich leider auch keine Nahrung raus. Und langsam gehen meine Energy-Riegel zur Neige. Also. Oh, die findest du aber richtig viel in den Koffern. Echt? Ja. Oh, endlich, der Tag ist vorbei. Also die Viecher sind weg, weil der Tag kommt. Oh, sehr schön. Ich könnte nochmal schlafen. Hauen die wirklich bei dem Tag ab? Ja, die sind gerade abgehauen bei Tag. Jetzt muss ich erstmal einmal Medikas essen, dann muss ich mir einen Riegel reinsnacken. Noch einen Riegel am besten.
Komm, noch ein Digga. So. Oder hast du aber gut was abbekommen, du? Ja, ich habe gerade fast von gar nichts mehr gehabt. Alter, was hier an Körperteilen rumliegt. Krasse Scheiße. Die haben sich richtig auseinandergenommen, die Jungs. Boah, hier liegen 10 ohne Ende. Mit 10 kannst du auch wie Waffen bauen oder sowas dann. Hohoho, Alter, wie viele Zähne hier liegen? Bestimmt ein paar Dutzend. Ich weiß immer noch nicht so wirklich, wofür Zähne gut sind. So, jetzt mach ich das mal weg. Jetzt will ich mir eigentlich ein B. Ich hab's auch noch nicht gesehen, aber irgendwie sollen die was gut, soll man damit was bauen können. Na, du kannst damit irgendwas craften, ja, das steht auch in der Beschreibung, aber was genau habe ich noch nicht rausgefunden. Ich suche gerade erstmal einen Baum für meine nächste Plattform. Ah. Hm, da ging es doch gerade. Ach, ich muss näher ran, alles klar. Das heißt, wenn ich jetzt näher rangehe. Ne, hier nicht. Ah. Okay, und wenn ich da jetzt eine Bridge anbaue. Sag mal, ist das bei Kronk eigentlich auch so, dass sich die Welt da immer wieder löscht, oder was? Ja, ja, der fängt auch ständig von neun an. Ich bin verwirrt. Ich muss erstmal jetzt ein bisschen Holz schlagen wieder. Am besten nicht den Baum, wo ich gerade das Baumhaus dran setzen will. Hab gehört, das macht sich nicht so gut. Nee, das... So. Da muss ich mir auf jeden Fall nochmal einen Holzschlitten dann bauen, damit wir aus dem Wald vielleicht ein bisschen Holz holen können. Dann muss ich, am besten baue ich mir den gleich mal. B. Holzschlitten. E. Gleich die Stöcke, die ich hier gerade gefunden habe. Alter, das sind mindestens 100 Zähne, die hier liegen. Ohne Spaß. Das hört gerne mal auf. Überall Zähne. Sollte es Zahnarzt werden. Ja, glaube ich auch. Niemand sonst kann sich so sehr für Zähne begeistern. Ja, stimmt. Ja, ich meine, wenn die Zähne mal abfaulen, weil die ja keine nicht Möglichkeit hast, Zähne putzen und so, dann setzt der einfach neu ein. War das gerade bei dir oder war das gerade bei mir? Bei mir. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch krank. Ach, das war's. Du! Jetzt hat der Schlitten nämlich auch eine, ja. Einen Griff in Version 9, die ich gespielt habe. Ja. In Version 9, die ich gespielt habe, hatte der Schlitten nämlich noch keinen Griff. Ja, da kannst du den jetzt nämlich schön rumziehen. So. Warte mal, bei uns hat es jetzt gerade geklingelt. Ich muss mal kurz nachschauen. Jo, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer in den Wald. So. Lass den Schlitten mal los. Nehmen wir hier die Sticks mit. Das kann weg, das brauchen wir eh nicht.
so. Wenn man sich für mich eventuell doppelt liegen so, wenn man mich eventuell doppelt liegen sollte, hä? Wenn man mich eventuell doppelt hören sollte, dann liegt das nicht daran, dass ich eine schlechte Qualität habe, sondern liegt das daran, dass der Wolke es leider nicht hinbekommt, sein Echo auszuschalten. Da kann ich leider auch nichts machen, aber das müssen wir für den Wolke einfach mal dulden, weil wir mögen alle Wolke. Und darum müssen wir das dulden. Okay, geht auch nicht mehr. Dann muss ich jetzt mal ganz kurz gucken, was wir noch bauen können. Und zwar können wir noch bauen... Ich weiß nicht, was er da mit seinen Händen gerade macht, aber sieht seltsam aus. Wozu braucht man noch eine Menge davon? Ich guck gerade, aber ich finde, da sind Barbaren in meiner Nähe. Wir machen mal ein Drying Rack. Da sind Barbaren in meiner Nähe. Das finde ich gar nicht toll. Gar nicht toll. So, das stelle ich jetzt einfach mal dahin. So. Und dann nehmen wir uns mal hier weg und dann... Tada, Drying Rack und den Rest tun wir wieder drauf. Genauso wie wir die Steine mal drauf tun. Und da können wir jetzt Zeug drauflegen und das können wir trocknen. Sollte man aber nicht, soweit ich mitbekommen habe, über den Spielstand da lassen, weil wenn man das über den Spielstand drüber lässt, dann kann es passieren, dass es weg ist, wenn man neu lädt. Was? Und die Büsche wachsen auf jeden Fall nach. Ich habe nämlich vorhin alle abgepflanzt, sind wieder alle hier. Wenn du dir einen Trocknungsstab, also Drying Rack baust, so ein Trocknungsstab-Ding, dann kann es passieren, dass das weg ist, wenn du neu lädst, wenn du es über deinen Spielstand drüber dran lässt. Alter, das wächst nach. Tiere, die du da drüber machst. Ja, ja, genau. Das wächst nach, das ist geil. Das ist bis jetzt meine einzige gute Nahrungsquelle. Da wo ich bin, gibt's Eidechsen. Wow, ich hatte schon wieder angegriffen. Kannst da halt super easy einfach drüber hängen. Stirb, stirb. Ich habe nämlich stirb, das Problem, dass wenn ich zum Beispiel Hirschfleisch, da ins Feuer gemacht habe, dass ich das davon gar nicht essen konnte. Weil ich statt das zu essen das Feuer immer nur wieder angefacht habe und dadurch das Fleisch irgendwann weg war. Da musst du dich ein bisschen im Kreis drehen, irgendwann funktioniert das. Wow. Ich bin fünfmal um das Feuer rumgerannt, habe fünfmal das Feuer neu angeflammt und ja. Aber das Fleisch. Ist ja wieder alles voll mit Bob. Ich habe passiert und dann. Ich habe eine mega beschissene Stelle zum Campen gefunden, glaube ich. Ich bin hier umgeben von Barbaren und es hört mich auf. Can be used to stock fires. Can be used to weapons or for crafting. Ja? Ja. Ich glaube, damit und damit... Moment. Hä, wieso? Es geht irgendwie, aber... Wo ist halt fucking Holzschlitten? Ich weiß, dass man damit eine Fackel basteln kann.